Hallo, willkommen zurück zu einem neuen Video, einem neuen Wochenrückblick, die KW 15, ich glaube, die KW 15 ist vorbei. Ja, und ich zeige euch wieder, was es bei uns alles so zu essen gab. War abwechslungsreich, wir haben gegrillt, wir hatten Suppe, zweimal sogar, glaube ich, wir hatten Salat, wir hatten vegetarische Aufläufe, also wieder mal ein Mix durch alles Mögliche. Ja, und dann zeige ich euch kurz an Bord, was es alles gab, und dann geht es auch schon los. So, diese Woche gab es bei uns am Sonntag wieder mal Grillen. Nicht Hähnchensteak, sondern Rindersteak. Dazu gemischten Salat und wir hatten noch Maiskölbchen zum Grillen. Und am Montag gab es Pesto Gnocchi, wieder mit grünem Pesto. Da verlinke ich euch das Rezept, das hatte ich schon ein paar Mal gemacht. Am Dienstag gab es was Schnelles, da war ich ein bisschen kochfaul und das ist wieder mein Schiebeessen für die Woche. Und zwar Frühlingssuppe. Dann Mittwoch hatten wir Gemüseauflauf. Auch das war schnell, einfach Tiefkühlgemüse, was ich noch da hatte. Das musste sowieso mal weg, wieder austauschen gegen frischeres Tiefkühlgemüse. Und das wurde einfach zu einem Gemüseauflauf verarbeitet. Am Donnerstag hatten wir Eierkäsedilias. Die waren ganz lecker, dazu einen frischen Salat. Am Freitag auch sehr lecker, das muss ich unbedingt mal als Rezept machen. Gab es eine rote Linsen-Curry-Suppe, also die war wirklich gut. Und gestern gab es dann den Mango-Mozzarella-Avocado-Salat. Ich sehe gerade, Mozzarella ist da falsch geschrieben. Im oberen. Egal. Ja, das war unsere Woche. So, hallo zusammen. Wir haben Sonntagabend, letzter Tag. Morgen geht die Arbeit wieder los, aber wir beenden unseren schönen Urlaub nochmal mit einem tollen Grillen. Wir haben nämlich bombastisches Wetter, fast 20 Grad draußen, Sonne scheint, Grill wird gerade vorbereitet. Und zum Grillen selber haben wir hier wieder 4 wunderbare große Lappen argentinisches Rumpsteak. Und dazu gibt es einfach wieder einen gemischten Salat. Ich habe hier Kopfsalat, Gurke, Tomaten, Paprika, Radieschen diesmal zur Abwechslung und auch mal Kresse. Ein Rest rote Beete ist nicht mehr viel, die verarbeite ich einfach noch, vor allem den Saft. Und noch ein bisschen Mais dazu. Und dann haben wir hier vom Antipasti noch ein paar Oliven übrig. Das war aber auch alles. Das kommt jetzt einfach alles in den Salat. Und dazu gibt es sonst nur noch hier leckere Barbecue-Soße. Und das war's auch schon. Hallöchen zusammen, guten Abend. Wir haben Montagabend den ersten Arbeitstag wieder geschafft. Draußen ist ekliges Aprilwetter. Es regnet. Ja, und was gibt es zum Abendessen heute? Wieder was Schnelles, habe ich schon mal gemacht. Ich verlinke zum Rezept, zum Video, wie auch immer. Und zwar gibt es wieder Pesto Gnocchi. Total einfach, total schnell. Gerade das Richtige, wenn man nicht groß Lust auf Kochen hat. Ganz simpel, einfach Gnocchis anbraten in einer großen Pfanne. Tomaten dazugeben, kann man getrocknete nehmen oder frische oder beides. Manchmal nehme ich noch geschnittene getrocknete dazu. Dann noch Pesto dazugeben und ganz zum Schluss Parmesan. Ein bisschen mit Salz und Pfeffer würzen, alles gut durchmengen und das war's schon. Total easy, simpel, kein Hirnschmalz nötig, keine Konzentration, keine Arbeit. Tomaten sind schon gewaschen, Käse gerieben, das war die Hauptarbeit. Ja. Hallöchen zusammen, guten Abend. Wir haben Dienstag, oder? Dienstag, ich glaube, wir haben Dienstagabend. Ja, das ist der zweite Arbeitstag und heute gibt es einfach wieder mal was Schnelles, Einfaches. Und zwar mache ich eine Frühlingssuppe. Wir haben ja Frühling. Die besteht hauptsächlich aus Brühe. Als Suppeneinlage habe ich hier ein paar Tiefkühlrosenkohl, die kommen rein, Erbsen, ich werde ein paar Karotten klein würfeln, die kommen rein, natürlich Frühlingszwiebeln, wir haben eine Frühlingssuppe, Ei werde ich noch reinquirlen und ein paar Nudeln gibt es dazu. Das sind einfach diese ganz kleinen Suppenfadennudeln, so ganz, ganz kleine dünne, kommen ein paar dazu, dass dann so ein bisschen Beilage oder Sättigungsbeilage eben ist und ansonsten Brühe, Muskat und das war's. Total easy, schnell, simpel. Genau das Richtige für ein schnelles Abendessen. Hallihallo und guten Abend. Wir haben Mittwochabend, Hälfte der Woche geschafft. Und ich weiß auch nicht, diese Woche bin ich nicht so in großer Kochlaune. Trotzdem gibt es jeden Abend was anderes, aber immer super schnelle Gerichte. Heute habe ich einfach mal die Eistruhe, den Eisschrank geputzt.
geplündert und Sommergemüse und Kaisergemüse rausgefischt. Das muss eh weg. Es hat schon so ganz schön viele Eiskristalle gebildet. Also kommt es jetzt mal weg, einfach hier rein. Dazu werde ich aus 1,5 Becher Sahne, den einen nur, weil er schon offen ist, ein bisschen Gewürze, Curry, Muskat, Salz, Pfeffer und so weiter, alles mögliche rein. 3 Eier werde ich noch mit reinquirlen. Das Ganze kommt hier drüber. Dann oben noch ein bisschen Frischkäse verteilen, Kräuterfischkäse. Ganz oben drauf Käse, ab in den Ofen. That's it. Abendessen für heute Abend. Yeah. Hallo zusammen, wir haben Donnerstag. Donnerstagabend, morgen ist Freitag, heißt Wochenende beginnt. Ich werde morgen einkaufen gehen wahrscheinlich. Und heute gibt es sozusagen die Reste aus dem Kühlschrank. Ich habe jede Menge Eier da, ich habe Käse da, haben wir immer da. Noch ein bisschen Salat, Eisbergsalat, der hält ja Gott sei Dank ein Weilchen. Und ich werde daraus jetzt Eierquesadillas machen. Das heißt kleine gefüllte Mini-Omelettes mit Käse und gekochten Schinken gefüllt. Und dazu gibt es einfach einen Salat, eben bestehend aus Eisbergsalat, einer roten Paprika, Gurke, ein paar Tomätchen, ein bisschen Mais und ein bisschen Mozzarella. Das haue ich alles zusammen mit einem frischen Joghurtdressing. Ja, und das eben zu diesen kleinen Mini-Eierquesadillas. So, Hallöchen zusammen. Wir haben Freitagabend, es ist Wochenende, juhu. Wir waren gerade groß einkaufen, anstrengend. Obwohl heute Einkaufstag ist, gibt es heute mal keinen Salat, weil manche bei uns nicht kauen können. Wie alte Menschen gibt es dann heute mal eine Suppe, was Weiches. Und zwar mache ich eine rote Linsensuppe. Als Basis einfach ein bisschen Suppengemüse, Kleinwürfeln anbraten, Brühe dazu. Ich experimentiere heute mal rum, keine Ahnung. Ich werde die roten Linsen abwaschen, die kommen dazu. Außerdem werde ich Kokosmilch dazugeben. Zum Schluss noch Zitronensaft dazu und das Ganze neben Salz, Pfeffer, ich weiß nicht, noch nicht, ein bisschen Curry werde ich reingeben und ich glaube ein bisschen Kreuzkümmel. Das ist mal der Plan. Keine Ahnung, wie es schmeckt. Hallo zusammen, wir haben Samstagabend und ich war gestern einkaufen. Gestern musste es allerdings wegen Kauproblemen was anderes geben. Also gibt es heute unseren Salat. Und zwar, es wird jetzt kein so üppiger Salat, aber sommerlich frisch. Und zwar ein Mango-Avocado-Salat mit Cashewkern, Mozzarella und einem Orangendressing, die Filets gebe ich rein, dann den Orangensaft werde ich fürs Dressing verwenden, ein bisschen süßen Senf wahrscheinlich noch dazu oder Curry, Orangencurry, ein bisschen Joghurt, ich glaube Orangencurry und ein bisschen Joghurt rein, ist glaube ich besser. Ja, die Basis für den Salat selber ist einfach Rucola, den werde ich gleich putzen, wie gesagt Avocado klein schneiden, Mango klein schneiden, die Filets hier raus und mit rein, den Saft schön ausquetschen, fürs Dressing verwenden, Mozzarella mit rein, Cashewkerne anrösten, dann das Dressing machen, das war's auch schon. Ja, das war unser Wochenrückblick. Ich hoffe, es war wieder die eine oder andere Inspiration für euch dabei. Wenn es euch gefallen hat, macht ruhig den Daumen hoch. Vergesst nicht zu abonnieren und dann sehen wir uns spätestens nächste Woche wieder zu einem neuen Video. Und ja, vielleicht gibt es unter der Woche, ich habe noch 2, 3 Videos quasi im Petto von Gerichten, die wir jetzt so gekocht haben, die werde ich dann nach und nach mal so unter der Woche posten. Bis dahin, macht's gut und liebe Grüße, Kathy, ciao!